weil ich einer der Bösen bin. Man hat dir beigebracht, alles in Gut und Böse einzuteilen. Aber das, was wir hier gerade machen, findest du okay, wenn es andere tun. 2011 hat die Europäische Zentralbank aus dem Nichts 171 Milliarden Euro gedruckt, aus dem Nichts. Das ist das Gleiche, was wir tun. Nur eine Nummer größer. 2012 waren es 185 Milliarden Euro. 145 Milliarden Euro waren es 2013. Weißt du, wo das ganze Geld hingegangen ist? Zu den Banken. Direkt aus der Banknotendruckerei. Zu den Allerreichsten. Hat je einer der Zentralbank Diebstahl vorgeworfen? Nein. Sie haben es Liquiditätsspritze genannt. Und sie haben es aus dem Nichts geschaffen, Rückel. Aus dem Nichts. Was ist das hier? Das ist nichts, Rückel. Das ist nur Papier. Das ist nur Papier. Sieh. Nur Papier. Es ist eine Liquiditätsspritze. Nur nicht für die Banken. Das, was hier passiert, passiert in der realen Welt mit dieser Gruppe von Verlierern, nicht?